begleitet uns heute zum Wintertraum ins Phantasialand. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Phantasialand und dem Wintertraum. Ja, gestern hat er gestartet. Heute sind wir hier mit Daniel. Ja, guten Tag. Frisch aus der Karibik zurück. Ich bin gerade noch verfröstelt. Er fröstelt noch ein bisschen. Ja, ich bin auch noch ein bisschen lediert. Ich hoffe, wir lachen heute nicht so viel. Nee, guck mal. Ich kann nämlich nicht lachen. Es tut nämlich noch ein bisschen weh beim Lachen. Aber sonst ist alles gut mit nach meiner Zahn-OP. Ich werde aber auch nicht sowas wie Taron oder Fly fahren können. Ist eh viel zu kalt. Ja, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken in Berlin und dann zeige ich euch natürlich alles, was man beim Wintertraum heute erleben kann, obwohl man sagen muss, wir sind ja ein bisschen eingeschränkt. Heute ist nämlich Totensonntag. Daniel, was bedeutet das? Heute ist YouTuber-Tag. Die haben heute überall die Musik hier abgesperrt, ausgeschaltet, damit wir keine Probleme bekommen mit YouTube. Das ist super, aber es gibt auch keine Shows erst ab 18 Uhr, ne? Ja, aber da läuft ja auch keine Show. Aber das ist nicht so schlimm, wenn im Phantasialand keine Shows laufen. Obwohl gestern wir und Kevin haben gesagt, die eine Show wäre ganz gut gewesen. Stimmt, ja. Aber die Projektion dann ab 18 Uhr können wir dann sehen. Das ist dann da. Das ist dann da. Also ab 18 Uhr. Also schlechter Tag für alles. Aber wir sind jetzt hier. Ja, wir haben uns jetzt hier in Lilis Café was zum Frühstücken geholt. Für mich gibt es ein Lachsbrötchen. Sieht so aus, Baguette. Bei Dani gibt es Roast Beef. Und ich habe eine mittlere heiße weiße Schokolade. Und zusammen habe ich 8,40 Euro bezahlt. Guten Appetit! Ja, vom Frühstück, vom herzhaften Frühstück geht es zum süßen Frühstück. Ist aber schon Mittag, ne? Ist wahrscheinlich schon Brunch. Wir sind jetzt bei Törtchen und Co. Hier gibt es neue Weihnachtstörtchen. Ich zeige euch auch gleich noch in der Auslage, was es noch gibt. Ich habe das Lebkuchen-Love. Zeig uns Ihre Auslage. Lebkuchen-Love. Vivi hat hier die zwei... Ach, übrigens, hallo. Hi. die zwei neuen Eclairs zu Weihnachten. Was war's? Irgendwas mit Zimt und weißer Schokolade und das andere war mit Rotwein. Und der Daniel hat Glühweintörtchen. Richtig gut, ich habe dafür jetzt 8,50 Euro bezahlt. Und so, hier seht ihr mal auch die Beschreibung der Eclairs. Weiße Schokoladencreme mit Zimt und Schokoladencrumble. Schokoladencreme mit Rotwein. Das sind zwei neuen Eclairs. Und die neuen Törtchen. Einmal Belly Bells Törtchen in Mascarpone-Joghurt-Mousse mit Beeren, Zimtganache auf Karamellboden. Lebkuchenlauf, das habe ich. Vegane Lotus-Buttercreme mit Himbeergelee auf Lebkuchenboden. Und das hat Daniels... Moment, wo ist die Beschreibung? Doch, hier. Cinnamon Glow Törtchen, Zimtmousse mit Glühweingelee auf Schokoladenboden. Die Törtchen waren sehr lecker, aber auch mächtig. Jetzt geht's zum Adventure Trail. Habe ich noch nicht erlebt hier im Phantasialand. Ist seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr, Daniel? Seit diesem Jahr. Und gehen wir mal eine Runde klettern. Bin gespannt. Was ist denn jetzt los? Daniel, du gehst vor. Oh. Nein. Ja, ist unten offen, Daniel. Guck mal, hier sind Affen. Daniel, bist wieder in der Karibik. Aber Daniel, ist egal, dass sie jetzt hier die Sollen wir jetzt warten? Was kommt jetzt? Jetzt aber schnell!
Was? Du bist nicht so nass geworden. Also ist ja wirklich adventurous hier. Hier wird man ja wieder nass. Oh nein! Daniel, du musst meine Kamera nehmen. Vor, ja, ja, mit dem Arsch. Daniel, was sagst du denn zum Adventure Trail? Das war absolut furchtbar. Also es ist schon ganz gut gemacht, aber so voll bepackt mit der Riesenkamera in der Hand, da zu klettern und so, das war... Du bist nass. Ich bin nass geworden. Du bist sehr nass geworden. Also ich schon eine Jacke an. Ja, aber trotzdem, es war witzig, aber sehr... anstrengend. Adventurous, wie es auch heißt, Adventure Trail. Die anderen fahren jetzt Colorado. Sind auch schon vielleicht... Bist du aus dieser Röllchenbahn gerutscht? Ich bin auch auf dieser Röllchenbahn. Kevin hat mich gefilmt dabei. Ja, die anderen fahren jetzt Colorado. Das ist mir noch ein bisschen zu heikel. Wir können ja Geisterrikscha fahren. Nein. Später zusammen mit allen. Ja. Wir chillen uns jetzt mal irgendwo hin. Nach der ganzen Aufregung bei Geisterrikscha gibt es erstmal ein Glühpunsch alkoholfrei für mich. Kostet 3,50 Euro. Hier gibt es aber noch normalen Glühwein. Da gibt es auch weißen und der kostet 3,90 Euro. Gibt entweder einen Pappbecher, da müsst ihr keinen Pfand bezahlen, oder wie Vivi mit einer Tasse für mit 2,50 Euro extra Pfand. Ja. Weil es lange nichts mehr zu essen gab, gibt es jetzt die Metzger-Bratwurst. Wir haben sie gestern bei Vivi und Kevin schon gesehen und die sah so gut aus und die schwärmen davon. Deswegen holen wir uns jetzt auch eine. So sieht das Ganze aus, die Metzger-Bratwurst. 4 Euro mit Brötchen, Ketchup kostet auch nicht extra, richtig gut. Und das lassen wir uns jetzt hier schmecken. Duckwasher. Wir sind hier auf dem Spielplatz in Wustown, ganz oben. Duckwasher. Vivi und Sven. Ich fahre mit Kevin. Hat Daniel mir empfohlen. Ich werde es, glaube ich, gleich bereuen. Es ist immer sehr kuschelig hier für Kinder. Also noch einer wird hier nicht mehr reinpassen. Kind wird auch schwierig. Zuschauer haben auch gleich einen Drehwurm. Ich habe keine Ahnung, wo vorne und hinten ist. Ich habe die wilde Fahrt mit Kevin überlebt, war ein bisschen schwindelig, aber geht. Daniel war damals nicht so glücklich davon gekommen. Nee. Der ist auch schon damit gefahren. Du drehst jetzt so meins. Ja, wir laufen jetzt eigentlich so hin und her und gucken mal nach den Wartezeiten, aber die sind heute so hoch. Taron 40, Crazy Bats 45, was war Fly? 40, Würmling Express sogar 15, also Wartezeiten sind schon hoch, weil die Tickets halt für den Wintertraum sehr, sehr günstig verkauft wurden. Wir haben damals, also als ich mit Daria gebucht habe, auch ein günstiges Ticket bekommen. Normalpreis ist ja 57. Wie viel wurden die günstigen? Für 24? 27? 26 Euro. Ist natürlich ein super Preis. Dementsprechend ist es halt auch sehr voll.
Aber der ist immer da. Es gibt natürlich auch wieder Flammlachs dieses Jahr. Mit Baguette kostet es 9 Euro, mit Meersalzkartoffeln 12,50 Euro. Und es gibt auch einen Wrap mit für 9,50 Euro. Der Senf-Dill-Honig-Dip kostet 1 Euro mehr. Daniel hat hier sein Insta rausgeholt. Seine neue Kamera. Hältst du die auch, ist die auch feuerfest? Kannst du die auch ins Feuer halten? das sind Aufnahmen für die Ewigkeit. Ist jetzt warm? Hier könnt ihr auch mal die Wartezeiten sehen. Fly 60. Und hier habt ihr die aktuellen Shows, die ja heute ein bisschen anders sehen, wegen dem Totensonntag. Normalerweise finden sie ja natürlich öfter statt und auch versetzter. Schade. Aber Kaiserplatz Illumination oder Illumination schauen wir uns auf jeden Fall an. Und andere Projektionsshows. Das hatte Vivi und Kevin gemeint. Spektakulum, Fanta, was auch immer. Das ein geheimes Gauklerfest soll soll gut sein im Verhältnis zu. Also Phantasialand und Shows ist ja jetzt nicht so prall, aber die soll ganz gut gewesen sein, haben sie gestern geguckt. Wir sind jetzt hier wieder in Chinatown angekommen. Und was tun wir wieder, Daniel? Nee, ich nicht hier. Wir essen wieder. Es hat leider jetzt auch angefangen zu regnen. Was kann man sonst machen im Phantasialand? Außer was fahren? Natürlich essen. Wir sind jetzt hier und essen japanische Pfannkuchen. Der Sven steht da und wartet. Und wir sitzen hier im Trockenen. Ich habe mit Edamame und er hat mit Beef Teriyaki. Meins hat 6 Euro gekostet, mit Fleisch kostet es 9 Euro. Es gibt aber noch Chicken, das kostet nur 7. Ich bin sehr gespannt. Haben auch Vivi und Kevin gestern gegessen und gemeint, war sehr lecker. Ich esse heute alles, was Vivi und Kevin gestern gegessen haben. Und so sieht das Ganze aus. Die Edamame-Version und das Beef Teriyaki. Wir haben uns jetzt zum Kaiserplatz vorgekämpft durch den Regen und durch die Menschenmassen und warten jetzt hier in circa 15 Minuten. Das möchte ich nochmal machen. Beginnt Kaiserplatz Illumination. Ich sag trotzdem Illuminations. Hört sich besser an. Ja, mal gespannt, da wird der schöne Baum hier erleuchtet und dann gucken wir mal, ob wir die Show gucken. Weil wenn es regnet, dann ist doof draußen rumzulaufen oder ob wir uns die Projektion dann anschauen. Mal sehen.
stehen jetzt hier in Ruckburg, sind bereits durchnässt. Und also schon mal Empfehlung an euch, kommt nicht an Totensonntag. Es ist irgendwie doof. Plus dann noch der Regen. Also diese Illuminations-Show war ja keine Show, weil die Musik hat halt leider gefehlt. Und es sah halt aus, als hätten die irgendwie einen Defekt, die Lichter. An, aus. Als hätte man was getestet, halt ohne Musik ist halt doof. Deswegen, jetzt stehen wir hier in Ruckburg. Hier gibt es irgendwie auch eine Projektion, meinten Vivi und Kevin. In 30 Minuten. In 30 Minuten, weil dann ist es erst 18 Uhr. Fly fährt er auch wieder. Wir müssen es irgendwo unterstellen, es wird wieder stärker. Wir müssen es irgendwo unterstellen, es wird wieder stärker, ja. Also die Aufnahmen von der Deko mache ich auf jeden Fall mit dem Handy, weil die Kamera kommt jetzt wieder in die Tasche. Also die Show in Ruckburg war, also die Showprojektion war okay, war jetzt nichts Spektakuläres, 4 von Feuerwerkfontänen. Jetzt sind wir beim Mystery Castle und schauen uns die Projektion an, die alle 10 Minuten läuft. Thank you.
Also ich glaube, den Tag haben wir uns etwas anders vorgestellt. Wir haben jetzt am Glühwein getrunken mit Vivi und Kevin. Das ist das letzte Mal, dass ich die dieses Jahr dann gesehen habe. Genauso wie Sven. Daniel sehe ich ja jetzt noch nächste Woche. Daniel sehe ich eigentlich noch öfter bis Ende des Jahres. Aber ja, es war leider nicht so erfolgreich der Tag. Wie gesagt, das mit dem toten Sonntag und der Musik war doof. Diese Weihnachtsstimmung kam nicht rüber. Ist natürlich unsere Schuld, dass wir einen toten Sonntag ins Phantasialand fahren. Ja, jetzt der Regen seit 16 Uhr, fast durchgehend. Wir sind nass, es ist kalt und freuen uns jetzt auf eine heiße Dusche und wieder nach Hause zu fahren. Ja, das war der Vlog hier aus dem Phantasialand zum Wintertraum. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.